Grüß euch, liebe Freund. Ich möchte euch heute ein ganz neues Lied vorspielen, nämlich den Preisenjodler. Halt, halt, Wetzung! Das Lied, das gibt's ja schon ewig. Ja, recht habt's, das gibt's schon ewig. Und es gibt bestimmt Tausende, die das Lied besser singen können wie ich. Und trotzdem ist es eine Weltneuheit, weil ich hab das Lied in 3 weitere Sprachen übersetzt. Das heißt, ich hab das umgeschrieben in, ja, hört's zu, und das kann kein anderer auf der Welt singen, außer er klaut's von mir. Also fangen wir an mit der ersten Strophe vom Original. Aber die Händel sei gescheit, hol rein, du. Nimm einen Buben, der dich feit, hol rein, du. Lass den einer, den kleiner, hol rein, du. An der Sau steu dir, Lorna, hol jo. Und jetzt gibt's die hochdeutsche Version, dass auch die Preisen diesseits oder jenseits vom Weißwurst-Äquator des Verstehen. Aber Mädchen, sei vernünftig, holle Rettüdelrotterü. Nimm einen Jungen, der dir Spaß macht, holle Rettüdelrotterü. Lass den einen, den Kleinen, holle Rettüdelrotterü. An den Schweinezimmertürchen leinen, hold jo. Jetzt hab ich mir gedacht, eine Cowboy-Version war auch nicht schlecht. Auf Englisch natürlich. Und mit einem echten Transjudulation, wie es der Frieder Federl so schön gesagt hat. Der Text ist leicht verständlich. Ich muss höchstens das Wort Pigsty erklären. Das ist so viel wie Saustall. But darling, be clever, yippee-yay, yippee-yay. Take a boy that you like, yippee-yay, yippee-yay. Leave the stupid little guy, yippee-yay, yippee-yay. Leaning at the pigsty, yippee-yo. Die schönste Sprache zum Singen ist Italienisch. Und jetzt seid ihr bestimmt neugierig, wie sich das Lied auf Italienisch anhört. Ein paar Wörter zur Nachhilfe. Ragazzo ist der Bub. Ragazza ist das Dirndl. Aspettare heißt warten. Und das andere erklärt sie praktisch von selber, auch wenn es keine wortwörtliche Übersetzung ist. Ragazza intelligenti, sole mio bella ciao. Amore ragazzo, sole mio bella ciao. Lascia il mafiosi, sole mio bella ciao. Aspettare alla Vatican, bella ciao. Zum Schluss habe ich mir gedacht, weil mein Schwiegersohn ein Türke ist, muss ich für ihn auch ein paar Strophen schreiben. Und dazu wieder ein bisschen Nachhilfe. Déjà-culaire heißt vielen Dank. Ramadan ist Fastenzeit. Alles andere darf man jetzt nicht so ernst nehmen, weil mit ein paar Üs lässt es alles ein bisschen türkisch klingen. Auch den Jodler. Und wenn sie jetzt meint, ihr habt so Döner rausgehört, dann ist das kein Zufall. Fatma Teşekkürler, dürüdüdüdüdüdüdü. Küssi Ahmet, dürüdüdüdüdüdüdü. Ali Ramadan, dürüdüdüdüdüdüdü. Hotel Grunz Grunz, dürüdü. Hol rein, Leute, hol rein, Leute, hol ja, hol rein, hol rein, Leute, hol rein, Leute, hol ja, ahoi.